Willkommen zum Countdown zu F1 23 und wir sind heute ja wieder zurück in Formel 1 2010. Ich kann mich damals erinnern, es war ziemlich cool. Wir gucken ein bisschen mal hier durch. Jenson Button bei McLaren. Dann haben wir natürlich Vettel, Webber bei Red Bull, Felipe Massa und Fernando Alonso, Michael und Nico, Robert Kubica und Vitaly Petrov, Adrian Sutil und dann Valentino Liuzzi sind mir noch ein Begriff. Aber Liuzzi eher nicht in der Formel 1, würde ich sagen. Dann hier Barrichello und Nico Rosberg schon. Pietro Della Rosa und Kamuya Kobayashi, Sebastian Buemi und Algo Azuari. Der ist, glaube ich, jetzt bei... Ist er nicht bei Mercedes jetzt oder so? Ich weiß nicht genau. Jan Dox und Bruno Senna, Jano Trulli und Heikki Kovalainen bei, ja, Lotus. Virgin, die waren auch eher so semi. Und Timo Glock und Lucas Di Grassi, der ist jetzt richtig toll in der Formel 1 unterwegs. Aber mir fällt auf jeden Fall auf, dass es damals 25 Fahrer waren, wie unheimlich, oder 25 Nummern. Das ist heute undenkbar, leider. Denn es war ziemlich cool damals. Heute und auch morgen werden wir in F1 2010 einen kleinen Flashback machen. Wir werden generell in allen Formel 1 von 10 an, werde ich probieren, die Strecken Spa und Monza zu fahren. Das sind die zwei besten und traditionsreichsten Strecken. Und vor allem hat das wirklich jedes Game der nächsten 13 Spiele mit dem eingerechnet. Und ja, da werden wir immer wieder ein Team aussuchen und einen Fahrer aussuchen. Ich werde auch mit dem PS5-Controller spielen. Das geht nämlich, dass man mit dem 5er auf der 3er spielen kann. Hat allerdings kein Force-Feedback, ist aber jetzt nicht so schlimm, würde ich sagen. Gut, ich würde sagen, auf die guten alten Zeiten muss ich eigentlich Sebastian nehmen, denn ja, er hat in diesem Jahr eigentlich viel rasiert, aber auch Mark Webber. Ich nehme Mark Webber, er war so ein bisschen, und da war auch cool, weil er hat eine Runde, drei Runden, 10% Rennen, 20, 30%, jetzt gibt es wieder 35 ab Formel 1 23, 40% auch ziemlich cool, 50, 75 und dann die 100. Also das ist schon sehr genial, aber wir werden, ich weiß nicht, ob wir 20, 10 werden sehr wenig sein. Ich meine, ich gehe von der Distanz von 50 Runden aus, das sind 10%, 5 Runden, also werden wir die 20% fahren. Schwierigkeit, wir werden auf schwer mal reingehen, ich bleibe bei leicht bewölkt und dann Grand Prix Belgien Spa und ich freue mich wirklich. Wenn ihr sehen könntet, wie klein mein Bildschirm ist auf diesem Riesenfernseher, ich zeige es euch mal. Es sieht genau so aus. Ich habe zwar einen Riesenbildschirm, aber leider nur ein unfassbar kleines Bild. Keine Ahnung, was das liegt. Reifen, weiß ich noch, gab es Rennstrategie sogar. Das ist ja cool. Stop 1, Stop 2 auf harte Reifen. Gut, das ist okay. Ingenieur werden wir auf schnelles Setup gehen. Wir werden vermutlich viel Traktion brauchen, deswegen gehen wir auf Reden. Abtrieb hoch, Handling stabil und Höchstgeschwindigkeit eher niedrig. Brauchen wir jetzt eh nicht so viel, würde ich mal sagen. Und los, ab geht's zu unseren ersten Rennen in Formel 1 2010. Extrem cool. Und ja, ich bin sehr hyped. Ich hoffe natürlich, dass wir heute ein bisschen was gewinnen können. Auf den Startplatz bin ich auch sehr, 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 sehr gespannt. Und können wir Sepp schlagen? Ich bin gespannt. Hamilton startet von der Pole, auch Schumacher daneben. Das ist noch Michael für alle, die, ja, Teamkollege von 3. Und wir dann genau hinter ihm von 5. Und los geht's, Leute. Ich bin sehr, sehr hyped. Davor. Oh mein Gott, sind die Lichter klein. Sind die Lichter klein. Mein Motor ist jetzt schon durch. Und los geht's zu unserem ersten Grand Prix hier in F1 2010. Sepp direkt vor uns, unser Teamkollege. Und wir werden 9 Runden nur fahren. Das ist sehr wenig. Das ist extrem wenig. Wir kommen sehr gut weg. Und wir können hier direkt hinterm Sebastian uns einordnen. Spät an der Bremse. Oh mein Gott, da kommt Nico direkt neben uns. Hoffentlich müssen wir den Platz nicht zurückgeben. Und jetzt auch Vorsicht, Gefahr. Ja, das war Nico. Jetzt wird es halt interessant. Können wir hier an Orange ein bisschen was machen? Das Handy. Ach du Kacke. Das Handling ist ja unfassbar schwierig. Das sind halt diese holprigen Controller, die ich absolut nicht mag. Aber probieren wir mal. Wo ist die Ideallinie? Ah, das fehlt mir ein bisschen. Lol, links Gras. Keine Auslaufzone, nix. Alter. Hier Massa.
Da kommen wir gut vorbei. Oh mein Gott, Kingsman liegt, oh mein Gott! Was machst du hier? What? What the fuck? Okay, das ist ein holpriger Statiker. Ich bremse aber früh. Außen hier an Vitali Petrov vorbei, der natürlich ein unterlegenes Material hat. Aber das war schon sehr weird. Mein Gott, was für ein Speed. 317. Und dann bremst die KI sehr früh im Bus-Stop. Wir gehen da außen am Körper vorbei. Ja, das war hier nicht so gut. Er kann mir aber trotzdem gut mitgehen. Warum dein Baukranitron einsteht, ich weiß es nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass das Spiel ordentlich bockt. Es ist sehr, sehr schön. Alter. Aber ja, Force Feedback ist leider gar nicht da. Also da hätte ich den Film auch angesteckt lassen können. Force Feedback gar nicht da. Und das Problem an den PS3-Controllern ist halt, dass der Finger unheimlich leicht abrutscht. Jetzt muss ich mich echt sputen hier, dass der Finger echt unheimlich leicht abrutscht vom Gaspedal. Alter, 332 km/h. Hier gehen wir außen an. Walter Bottas, genau. Jason Button vorbei. Bottas war noch leider nicht hier. Alter, die ist so kacke. Das Force Feedback, es fehlt mir so stark. Ja, ich bin in jeder Kurve zu spät auf der Bremse. Nur beim Rauschen Learning, da nehmen wir einiges an Zeiten mit raus. Ja, es geht eigentlich. Wir kommen da gut mit. Es ist der vierte Platz aktuell. Und mein Teamkollege direkt in front of us. Also wieder wie beim Start. Das mit Felipe Massa, das muss ich klippen eigentlich. Ich weiß, da bin ich nicht ganz unschuldig, aber es macht halt auch unnormal Spaß. So mit alten Games ein bisschen reinzuschmökern. Es ist ziemlich genial. So, da la, Halleluja. Da brettern wir im letzten Sektor durch. Es ist auch meine erste Runde seit, oh mein Gott, seit 20 Jahren, genau, wer es glaubt. Nein, seit so circa 5, 6 Jahren. Also habe mir das erst wirklich vor ein paar Jahren wieder gegönnt am Flohmarkt. Es ist ein wirklich tolles Spiel. Aber jetzt habe ich natürlich ordentlich am Boden verloren. Jetzt klebt wieder Button. Ja, was ich mit Bottas habe, ja, Button ist ungewohnt, dass der in der Formel 1 ist. Ja, jetzt klebt da wieder Button dran, aber immerhin können wir da irgendwie... Ja, das Force-Feedback ist echt kacke. Ich bin halt ein Force-Feedback-Fahrer. Ich fahre so gerne Force-Feedback. Und dass du dann hier keinen, einfach nichts hast, das ist vieles Gutes gebracht. Und unsere Pace ist wirklich strong. Wir kommen hier ein Step dran. Ja, dann gehen wir gleich in die Box, machen den Undercut gegen Vettel. Ah, okay, gut. Machen den Undercut gegen Sebastian. Und hoffen, dass das was wird. Oh, die Innenansicht. Toll. Mega schön. Neue Nase. Okay, das ist nicht gut. Warum rutscht er uns zurück? Ach du Scheiße. Ja, wir werden auf jeden Fall nicht an diesen Platz rauskommen. Aber Jason musste auch warten. Da ist viel Verkehr anscheinend. Naja, wir müssen safe bisschen was an Boden da. Was ist das Force India hinter uns? Ah nein, das ist Strafe? Für was denn bitte? Zu schnell in der Boxengasse. 3 Runden durchfahren. Ich habe gar nichts gemacht. Hä? Sie sind da gefahren. Ich verstehe das Game jetzt nicht ganz. Ich verstehe es nicht ganz. Jo, jetzt habe ich den zweiten Respawn verkackt. Jo, ich glaube, das wird nicht zum Podium. Nichts mit dem Podium auf jeden Fall. Denn ich weiß nicht genau, warum ich hier nochmal irgendwie zu schnell war. Hä? Das war doch automatisch. Ich habe gar nichts... Was? Ich verstehe es nicht ganz. Ja, vielleicht müssen wir zum Fliegen beginnen. Adrian Sutil jetzt vor uns. Unser Lieblingsdeutscher. So, da gehen wir außen vorbei. Ja, ich kann sogar schon die Moves gegen schlechtere Teams. Naja, ich werde gleich nochmal reingehen. Und dann werden wir es versuchen zum Durchfahren. Ja, das ist scheiße. Das ist kacke. Das ist richtig kacke, dass ich hier ein bisschen verkackt habe. Ja, shit happens. Ich kann da eben nichts machen. Es hilft nichts, dass wir hier irgendwie weinen, cryen. Ich bin jetzt kein Fan von. Wir werden einfach durchziehen. Scheiß drauf. Egal. Vielleicht wird es im Monza besser, aber das werden wir dann morgen sehen. Aber dass ihr da nichts verpasst, wir haben ja nicht mal noch die Hälfte der Renndistanz. Ja, jetzt circa. Und jetzt wird es dann auch Erinnerungsstrafe. Danke. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich die Strafe jetzt verliere. Also, das ist wirklich Bruno Senna, der Neffe von Ayrton, glaube ich. Leider auch so ein Flop in der Formel 1 gewesen.
Aber ja, mit so einem Namen hast du schon ja ein bisschen eine Bürgnis. Also das ist wirklich traurig. Weil mit so einem Namen, ja, ich gehe gleich rein. Ja, Kacke, Mann. Das Spiel ist wirklich nicht gut. Gut. Ach so, sie halten zwar die Lenken, aber ich muss bremsen. Ja, das ist sehr interessant. Und das 4 Runden vor Schluss. Ich glaube nicht, dass wir heute noch gewinnen werden. Aber mal gucken. Vielleicht ist was drinnen. Die Reifen sind auf jeden Fall viel angenehmer zu fahren. Rouge auch wirklich zig Male geändert in den Jahren. Aber das Auto, muss ich sagen, sieht verdammt gut aus. Wirklich sehr, sehr sexy, dieses Auto. Also das ist eine 11 von 10 und gehört auf jeden Fall zu den 10 schönsten Autos der letzten, ja, 15 Jahre. Muss ich auf jeden Fall zugeben, dieser Red Bull. Startnummer 6 hat hier Mark Webber. Die kannte ich eigentlich nur von Nico. Ich wusste gar nicht, dass Mark Webber die auch hatte. Immerhin sind wir nicht Letzter. Es gibt ja 24 Fahrer. Also wir sind dann nicht Letzter. Das ist gut. Das ist sehr, sehr schön. Aber ja, Double Gouge hier. Da kommen wir eingeflogen an Chantogs. Punkte wären cool. Und ich werde mich auf jeden Fall ja anstrengen, da jetzt was zu reißen. Jetzt kennen wir ja die Punkte bereits. Das Verhalten des Autos ein bisschen. Und Chantogs macht uns hier ein bisschen dreckig. Da gehen wir rein. Der sie gefühlt eine Überrundung. Und jetzt hier muss der Exit eigentlich stimmen. Wir haben immer noch 5 Sekunden Rückstand. Das ist aber klar, wir waren in der Box. Schau mal, wie wir da angeflogen kommen. Timo Glock, lass mir stehen in seinem Virgin. Sorry, Bro. Sorry, das wollte ich absolut nicht. Und dann gehen wir außen hier, innen hier natürlich, an vorbei. Sebastian Buemi, fuck! Fuck! Ja, ich glaube, das war's, oder? Ich glaube, das... Ja, was? Ich habe keine Respawns mehr. Ach du Kacke. Das hat sich viel schlimmer angefühlt, als es wirklich war. Nächstes Event würde ich schon fast gehen wollen. 20 Sekunden Strafe und nicht mal mehr ein Frontflügel. Yo, das war scheiße. Aber wie? Aber wie? Ich glaube... Oh, da steht auch einer. Da hat sich einer eingegraben. Aber ja, wir sind da natürlich noch viel schlimmer dran. Wir sind dahinter uns. Jano Trulli. Es ist der 20. Platz, aber mit der Strafe ist es generell ein Big L. Mal gucken, wie sich das Ganze... Ja. Da brauche ich nichts mehr dazu sagen. Das würde ich sagen, wird es dann gewesen sein mit dem heutigen Rennen. Jetzt haben wir noch einen Puncher. Ich lasse mal den vorbei. Ja, geht nichts mehr. Kann ich bremsen? Ich kann nicht bremsen. Ja! Genau, Mann! Das Auto... Das Spiel ist... Es ist schön. Der Punch ist auch gut gemacht. Auch wenn es für mich hier aussieht wie so ein... Jo, so ein Bouncen. Also wie ein Puncher. Trotzdem, glaube ich mal, wir haben das heute ein bisschen... Jo, verspielt. Was ist euer Lieblingsgame? Wie viele Minuten haben wir? 20 Minuten. Was ist euer Lieblingsgame? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde das, glaube ich, hier nicht zu Ende fahren können. Ja. Kann man sich eigentlich Dreifachskugeln? Ich weiß nicht genau. Das ist wirklich sehr, sehr hart bei das Game. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, es ist aus. Ich kann nicht mehr lenken. Das Schadensmodell gefällt mir. Sollten wir auf jeden Fall für Formel 1 23 übernehmen. Denn, ja, immerhin fliegt er nicht gleich der Reifen bei der Gen. Er bleibt gar nicht mehr stehen. Es ist toll, dieses Schadensmodell. Es ist so toll. Wir probieren es jetzt mal aus, Hardcore. Schaut euch das an. Der bleibt, ja, das ist ziemlich cool, weil es im Kies stecken bleibt und so. Aber ich denke mal, ja, ich glaube, ich meine, wir sind ja da schon meilenweit von den anderen weg. Sicher eine halbe Minute vom letzten. Ja. Das Kiesbett bremst ja unnormal ab. Wir werden das Ganze mal beenden und ich hoffe, ihr seid auch morgen dabei. I'm sorry, ich hätte das Rennen gern beendet, aber mit diesen Voraussetzungen macht das gar keinen Sinn. Abonniert gerne den Channel und morgen geht's weiter in Monza. Bis dahin, ciao.